Hallo Leute, Takeo hier. Ja, im letzten Teil der lebendigen Geschichte haben wir die Leylinienhöhle von Scarlet durchsucht und sie von den ganzen kleinen Inquisitor-Asura befreit, die da rumgelaufen sind. Und Taimi hat ja uns am Ende darauf hingewiesen, dass wir die Festungen Concordia und Salma mal näher hier unter die Lupe nehmen sollten und schauen, was da so vor sich geht. Und wenn wir mal da in den Hintergrund gucken, Festung Concordia hat schon einiges Ende abbekommen Plan und ich 8. würde sagen, wir schauen jetzt mal, was da überhaupt passiert ist. Der Concordia-Zwischenfall und wieder sehr schönes Artwork, muss man schon Namen sagen. des Wolfes ist los. Diese Ranken, die Kleine hat immer wieder recht. Manchmal hat sie auch nicht recht. Was habt ihr gesagt? Ich hab gesagt, wir müssen los, jetzt wo wir alle da sind. Wie es aussieht, könnten die Hilfe brauchen. Ich übernehme die Führung. Oh nein, vergesst es, nicht mit dem Bein. Ihr seid noch nicht gesund. Bleibt hinter Frostbeißer. Sein Schwanzhieb ist tödlich. Alle gegen einen ist gemein. Mir geht's gut. Na los, bringen wir es hinter uns. Jo, bringen wir es hinter uns. Okay, dann befreien wir das Fort von diesem Mordrem Mistzeug. Pflanzengedings. Oh, und da sind auch schon die ersten beiden Wölfchen. Wow. Die haben einen komischen Brüller drauf. Also ich muss schon sagen, diese Pflanzendiener haben einiges mehr drauf wie die von Seiten. Das habe ich schon mal irgendwann erwähnt gehabt, aber definitiv bessere Skills und fieser sind sie auch. Für höhere Gerechtigkeit. Boah, bleib hier. Komischer Beyblade. Ah. Dschungelranke. Verliere Blut. Sehr gut. Krass. Das ist aber ziemlich weit, wenn wir mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Von hier drüben sind die Ranken schon eine weite Strecke hier gewandert. Da ist noch eine Dschungelranke für uns. Ach, solche Macht. Bah. Tötet sie! Komm her, böser Mordrem-Drescher. Aua, Gift. Für höhere Gerechtigkeit. Wow, und ganz schön viel Pein. Ich will da nicht in der Suppe drin stehen. Oh Gott, mal nicht bewegen kurz. Was ist da hinten? Wurzel. Die sind nicht so schlimm. Am schlimmsten sind echt diese Beyblade-ähnlichen Pflanzenkreisel. Die machen einfach zu viel Schaden. Oh. Nicht gut. Schnell den Wasser- und Kriegsmeister hier wiederbeleben. Braham, Rox, helft mal mit. Nein, natürlich nicht. So. Für höhere Gerechtigkeit. So, ich auch noch. Zack. So, ach, da drin tauchen auch wieder Rankenwurzeln auf, okay. Ha, das muss ich auch mal probieren. Wenn irgendwann Gartenarbeit wieder ansteht, einfach mit einem Rohrschwert durch die Blumenbeete huschen. Ob man damit auch so gut Unkraut jäten kann, wie hier in-game. Das wäre schon der Hammer. Es würde auf jeden Fall definitiv viel mehr Spaß machen, mit einem Breitschwert Unkraut zu jäten. So, ist das der letzte? Versorgt die Verwundeten, damit wir alle hineinbringen können. Was soll man erkennen? Sehr gut. Okay. Los, wieder rein. Jawohl. Danke, dass ihr uns geholfen habt. Der Angriff kam ganz unerwartet. Es gab keine Warnung? Naja, als die Abteikarawane ankam, da sprossen ein paar Ranken, aber die haben wir nicht beachtet. Bis sie größer wurden. Fehler. Abteikarawane. Hatten Sie die Ranken dabei oder Samen? Gesagt haben Sie nichts.
aber ein paar sehr alte Artefakte hatten sie bei sich. Ich würde gern mit dem Gelehrten der Karawane sprechen. Sie sind mit Lindsay nach Norden, um den Rest der Truppe zu finden. Es wurden ein paar von denen hier getrennt. Wie lautet euer Plan? Ich führe die Karawane und alle aus Concordia zu einem Asura-Labor nordöstlich von hier in Sicherheit. Wir können euch begleiten als zusätzliche Eskorte. Ich will diesen Abteigelehrten finden und sehen, wo die Ranken herkamen. Teilen wir uns auf, so decken wir ein größeres Gebiet ab. Keine Ahnung. Wir sollten noch weiter darüber sprechen. Oh, also so wie bei der lebendigen Geschichte kann man jetzt auch hier... wie bei der persönlichen Geschichte kann man hier also auch unterschiedliche Wege wählen. Das wäre schon ziemlich nice. Sprechen wir mit dem Taktiker. Okay, ich hoffe, ihr habt eine Entscheidung getroffen. Wir müssen langsam aufbrechen. Wie wollt ihr vorgehen? Rox und ich werden nach Lindsay suchen und Braham begleitet euch zum Labor. Braham und ich werden nach Lindsay suchen, dann werden wir uns euch im Labor... Ja, ich würde eher nicht die Eskorte machen, das klingt mir nach... Klingt einfach nicht so spannend. Ich denke, die Story ist interessanter, wenn wir mit Braham diese Abteileute suchen. Deswegen gehe ich mal mit Braham. Also dann, Abmarsch! Öffnet das Nordtor! Norn Bros. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Rox. Ciao, Rox. Seht euch da draußen vor, Braham. Alles angetreten. Nehmt die Karawane in die Mitte. Wir werden den Hauptweg freimachen. Geht. Findet so viele Überlebende des Angriffs, wie ihr könnt. Hey, kommt mal hierher. Bin doch hier. Was willst du denn, Braham? Folgst du mir oder soll ich dir folgen? Ah, okay, du folgst mir. So, so. Also irgendwie da oben. Dschungelranken, okay. Kann man die ignorieren? Einfach querfeldein. So, hier irgendwo. Lindsay? Aha. Oh. Oh Gott, diese Dingsdinger. Nee, nee. Sechs Beine. Nicht bewegen. So. Das gibt's ja nicht. Acht Beine. Ich glaube, ich sollte mal meinen Bogen für die hier ausrüsten. Da ist sie. Braham, alles okay? Ich hab's etwas mitgenommen. So, Lindsay. Was ist denn hier los? Den Göttern sei Dank, man hat uns gefunden. Ich fürchtete schon, dass wir hier gefangen wären. Woher wusstet ihr, dass wir in Schwierigkeiten sind? Wir haben gehört, dass es Probleme in Concordia gibt und sind sofort gekommen. Wie ernst ist die Lage dort? Wurden die Gegenstände im Fort gefährdet? Ja, so wie es aussieht. Ich fürchte ja, die Wachsamen haben sich in das Labor der Goldlichtsenke zurückgezogen. Was sollen wir jetzt tun? Unsere Karawane hat magische Artefakte zum Schutz hierher gebracht. Das königliche Medaillon von Kryta ist darunter. Das königliche Medaillon von Kryta? Es ist ein magisches Medaillon. Im Inneren soll es stets das Abbild des aktuellen Thronerben von Kryta zeigen. Es ist wirklich sehr schön. Hört sich mächtig an. So wie bei Harry Potter, diese Schokofrosch-Keks-Dinger. Sehr mächtig und auch begehrt. Wir bringen es in unregelmäßigen Abständen von fort zu fort. Ich sollte vermutlich gar nicht darüber sprechen, aber ihr seid... ihr. Meine Lippen sind versiegelt. Oh, das erinnert mich an The Wolf Among Us. Los geht's. Okay. So, nehmen wir... Oh, mein Banner ist weg. Dann begleiten wir mal sie. Naja, ist ja auch so eine Art Escort... Aber ich denke mal, es ist wichtiger, sie mit ihren magischen Artefakten zu finden und zu beschützen, als jetzt einfach mal die restlichen Leute in diese Goldlichtsenke zu bringen. So. Sichert Goldlichtsenke. Okay. Das heißt, hier ist auch Action. Oh ja. Soweit gefällt mir die Geschichte eigentlich ganz gut. Etwas interessanter wie... Obwohl, nee, die persönliche Geschichte war auch ziemlich gut. Aber es geht halt schön weiter mit der Geschichte. Und das machen sie gerade ziemlich gut. Arena nennt man das einen kleinen Abschnitt hier. So, hier noch eine Jungle-Ranke.
Es sind so viele NPCs, die machen das auch ohne meine Hilfe. Die Dschungelranke hat den, die Wegmarke umklammert. Da kann man nichts dran tun. Ist auch interessant, dass man jetzt versteht, wie die Wegmarken funktionieren, dass die anscheinend die Kraft irgendwie von den Leylinien benutzen. Das ist nochmal ein kleines Stückchen an Lore, das ziemlich interessant ist. Kaputt. Oh Gott, ah, so ein hässliches Teil. Bleib bloß weg. Höhere Gerechtigkeit. Ausweiten, komm. Ach, zack. So, die Hölle kann auch gleich baden gehen. Ach, schieb mir die doch nicht weg. Toller Kling auf Death. Sehr schön. Okay. Wir haben so viele hergebracht, wie wir konnten. Obwohl ich nicht weiß, ob es hier sicher ist. Überall in den Hügeln waren Verwundete. Die Lage ist wirklich übel. Wir sollten wohl nach Fort Salma aufbrechen. Dort treffen wir Freunde. Habt ihr die Lage hier im Griff? Aber ja. Danke für eure Hilfe. Sichere Reise. Danke auch. So, sprechen wir mit Rox nochmal. Denkt ihr, dass es Taktika 8 gut geht? Dieser Angriff hat alle hier hart getroffen. Ihr zwei solltet lieber hier bleiben und nach Überlebenden suchen. Ich breche nach Fort Salma auf. Gut, dann haben wir das im Griff. Wie wäre es, wenn wir uns später in der Trockenkuppe treffen? Bray macht sich schon Sorgen um Timmy. Wir vergessen oft, dass sie noch ein Kind ist. Ein Kind, das mit Concordia recht hatte und uns vor der Situation in Fort Salma gewarnt hat. Okay. Ich schätze mal, da kamen wir jetzt noch rechtzeitig nach Concordia. Und dann schauen wir mal, was in Fort Salma so für Probleme herrschen. Ich hoffe, dass wir da auch rechtzeitig hinkommen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und da würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!